So, ja, da haben wir auch mal hier ein Paket der Firma Probier aus Lünen. Ja, Probier-Club. Ja, das ist anscheinend ein Wortwitz. Muss mal kurz die Kamera so halten, bevor ich es abstelle, weil das Paket, wie man hier sieht, ziemlich hoch ist. Daher muss ich das Stativ noch umstellen. Das machen wir mal eben. So, dann können wir uns das gute Paketchen mal ansehen. Ich hoffe mal, dass das jetzt am richtigen Format ist. Ja, wie gesagt, die Kiste ist ein bisschen hoch, wie man sieht. Jetzt musste ich mal kurz ein bisschen nach vorne rücken. Ach ja, Mensch, 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 dann gucken wir mal rein. Vielen Dank für die schnelle Zustellung. Spezial, keine Ahnung, was das heißt. Wir gucken mal rein. Bin mal gespannt. Zum Glück, ich hoffe mal nicht, dass ich da jetzt eine halbe Kiste Bier drin habe oder sowas. Wir machen ja zum Glück nur ein Unboxing, sonst würde ich mich hier morgens früh noch betrinken müssen. Das wäre jetzt, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so einen Bock drauf. Ach, das Wetter, ne? Ihr kennt das. So, vorsichtig aufmachen hier. Und dann gucken wir mal, was wir haben. Ah, nein. Ach, du Scheiße. Leute. Ja, ich habe mir einmal einen schönen, aha, auf so einem naturbelassenen Papier. Ach, guck mal, hier haben wir dann nochmal die Firma und noch ein paar Kleinigkeiten. Das ist nämlich der Probierclub. Probier-club.com. Könnt ihr auch mal gerne besuchen. Da gibt es dann auch, wie gesagt, Biere des Monats, des Jahres etc. Die haben wir dann noch so einen schönen naturbelassenen Papierflyer. Nicht so ein Billigpapier, sondern richtig so ein Papppapier, mehr oder weniger. Ach, ja, riecht auch nach Ökopapier. Dann haben wir hier, oh, das Bier des Monats. Rotbier, was ist der Geier. Ich bin jetzt, ich mag zwar Bier und auch verschiedene Sorten, aber da kenne ich mich jetzt nicht so riesig mit aus, aber schon mal sehr schön viele Informationen. Den ist zum Bier-Adventskalender für 50 Euro kann man jetzt auch nicht meckern. Es sind wahrscheinlich dann halt 24 Bier drin. Aber eher lesene Sorten, die kosten dann halt auch ein bisschen mehr. Da muss man dann auch mal von ausgehen. Guck mal kurz, wie spät haben wir es? 12 Uhr? Nee, ist zu viel für Bier. Aber gut, schauen wir mal rein. Wir haben hier 369 Flaschen. Dann müsste ich damit fertig sein. Dann gucken wir mal rein und nehmen uns das hier mal. Ach, das kennen wir ja. Frühkölsch. Ich guck mal kurz, ob hier noch irgendwas drunter ist. Nee, sieht nicht so aus. Ja, ich war schon gehabt. Wir haben hier Frühkölsch. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, oder? Das kennt man. Die große 0,5er Flasche. Boah, eiskalt. Super. Dann können wir hier gucken. Was haben wir hier Schönes? Ah, Moritz Fiege Helles. Moritz Fiegepilz ansässig in Bochum. Frühkölsch ansässig in ja, Köln. Ich glaube sogar Düsseldorf, oder? Nee, sagen wir es lieber nicht. Gibt's nachher noch Lack. Was haben wir hier Schönes? Das ist das Einbecker Winterbock Doppelbockbier. Das kommt direkt aus Einbeck. Ja, wer kennt es nicht? Was völlig Neues. Zum Glück haben wir hier, ich gucke gerade mal so, keinen doppelten Boden. Nicht, dass die Kiste irgendwie, ihr wisst schon, dass da noch mehr drunter versteckt ist. Schauen wir mal hier. Hier haben wir das Jute Stauder. Ja, die kleine Persönlichkeit Premium Pilz. Direkt aus, mein Gott, da muss ich mal nachlesen. Direkt aus Essen. Alles schön NRW gezogen, ne? Oder? Dann haben wir hier, oh, der Klassiker Dortmunder Kronen. Ja, das hat mein Opa damals mal gerne getrunken. Eigentlich immer. Kommt nämlich direkt aus Dortmund, aus der Privatbrauerei Dortmunder Kronen. Beziehungsweise Kronen selbst. Die haben wir dann so eine kleine. Auch mit so einem Zappelverschluss. Das hier, wo Schönes ist. Hier haben wir den Schlappenseppel. Die Spezialität. Urig, gernig, echt. Ja, das hört sich gut an. Und das kommt auch direkt aus. Was? Großos? Großostheim. Ein bisschen schwer zu lesen. Auch schöne Flaschen dabei, ja? Ist auch richtig jetzt eisgekühlt. Also wenn ich jetzt mich betrinken würde, boah, ist das eng. Am Mittag ist das eng, ja. Wäre das jetzt echt meine Richtung? Was habe ich hier noch Schönes? Ah, den Saphirbock. Den Joten ist das. Das Zeug gibt es, glaube ich, auf Wacken auch zu kaufen. Ich glaube, schweineteuer, aber gibt es auf jeden Fall auch. Das kommt direkt aus Neuhaus. Ja, ah, nicht schlecht. Dann haben wir hier zwei, haben wir noch zur Auswahl. Guck mal, dann haben wir das blöde Unboxing hier auch durch. Ah, was haben wir hier? Das gute Frankenbräu. Märzen. Schön, schön. Kommt aus Mitwitz. Das ist ziemlich weit oben, glaube ich, in Deutschland. War das ziemlich weit oben oder war das ziemlich weit unten? Jetzt bin ich echt überfragt. Naja, gut. Ja, mal ein echter Schluck Franken. Ja, das erklärt jetzt, wo es herkommt.
Und zu guter Letzt, ja, aber auch nicht außen vor, oh, so eine dicke Pulle, die kennt man ja auch noch gut. Das gute Rotbier, das ist das Bier des Monats Dezember 2017. Wenn nicht das Jahresbier, ne, aus Neuhaus, ist das direkt aus Neuhaus? Ja, auch aus Neuhaus, wie das andere, wo ich jetzt gerade schon wieder vergessen habe, welches das war. Ja, nochmal vielen Dank für das Paket, hab mich jetzt richtig gefreut. Es sind, also ohne zu lügen, 9 Pullen. Ja, in so Dreierpacks. Kiste ist wie gesagt ein bisschen größer. Ja, wenn da 1,5 Liter Flaschen drin stehen, muss da genug Platz sein. Und natürlich Luft. Schön eingepackt. Mal vielen Dank dafür. Ich werde mich damit irgendwann betrinken. Oder eher trinken, wenn es mal wieder Sorgen gibt. In diesem Sinne bin ich schon raus. Und ja, ansonsten schaut mal bei der Firma vorbei. Oder informiert euch generell mal über die Firma selbst. Und ich habe wieder was fallen lassen, wie immer. Scheiße. In diesem Sinne bin ich raus und ja, das war's mit meiner 8-Kilo-Kiste. Ja, bis denn dann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei, ich will nicht lügen, höchstwahrscheinlich diese Woche noch nur so eine kleine Info mal nebenbei in eigener Sache. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr meine Videos verfolgt. Wenn ich den Weihnachtsbaum schmücke. In diesem Sinne, Wurst und Käse.